Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder zu Hause und haben die Sachen ausgepackt und wie ihr wisst, sie sind nicht freigegeben, wenn kein Video gedreht ist. Und das war heute mit den Duplo-Teilen schon etwas problematisch, deswegen haben wir gesagt, jetzt ist die Zeit, wir machen einen Haul von unserem Legoland-Aufenthalt. Oh ja, ganz genau. Und damit auch herzlich willkommen, liebe Damen von mir. Vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen, wir sind wieder durch die Eingangstore des Legolands geschritten. Stolziert. Das auch am 18. April und wir haben dort wieder ein bisschen was eingekauft. Wir haben uns zwar vorgenommen, dass wir dieses Mal ein bisschen uns in Zurückhaltung üben, weil wir ja letztes Mal sehr, sehr viel eingekauft haben. Das hat zum Teil funktioniert, aber nicht ganz. Und ja, wir wollen beichten und euch heute mal erzählen, was wir da so nach Hause geschleppt haben. Wir trinken Tee, es ist schon ziemlich spät abends und ja, es ist auch wirklich Tee. Oder Moment. Es ist so heiß. Es gab noch ja die Gerüchte, dass Rita alkoholische Getränke in ihren Tassen drin hat und nein, liebe Kinder, das ist natürlich nicht wahr. Ich glaube, wir beginnen mal mit dem absoluten Highlight, oder Rita? Definitiv. Der Grund, warum... Ich bin gespannt, ob du es raufschaffst. Ja, also ich möchte schon sagen, aber ich habe einen 35er Bizeps. Was auch immer das heißt. Ist das viel? Das war der Grund, warum ich eigentlich am vergangenen Dienstag dorthin gefahren bin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Bruchtal. Es ist jetzt endlich bei uns eingetrudelt. Englischer Name Rivendell. Ich weiß, ihr habt das Set jetzt schon überall gesehen. Es gab schon Reviews, es gab schon jede Menge Material. Wir haben es jetzt endlich bekommen, weil es ja am Tag, wo wir dort waren, ausverkauft war. Und ich muss sagen, es sieht noch es immer so total schön aus. Ich freue mich auf den Bau. Lustigerweise haben wir auch mit einigen Leuten geredet, die gesagt haben, ah, wie katastrophal nicht der Bau dieses Dachs ist mit diesen vielen Elementen hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wisst es, vor ungefähr einem Jahr habe ich mir die alten Herr der Ringe und Hobbit-Sets geholt. Damals mit diesem legendären Haul-Video. Und die Sets sind eigentlich noch immer unter der Tischplatte, weil wir sie zwar aufgebaut haben, aber noch gar nicht irgendwie platziert oder damit gespielt. Und ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass endlich ein neues Herr der Ringe-Set rauskommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht aber auch wirklich, wirklich schick aus. Da bin ich jetzt aber wirklich gespannt, was du dann daraus machst, weil eigentlich war doch geplant, dass die Sets unter der Tischplatte bleiben. Und jetzt haben wir dieses Set. Also falls ihr Ideen habt, was wir und auch wo wir das dann hinbauen können, wäre interessant, denn ich habe keinen Plan. Das ist nämlich doch ein recht großes Set. Ich habe sie schon in den Lego-Stores aufgebaut gesehen. Oh ja. Und das ist schon echt riesig. Und dann mit den anderen Sets zusammen. Ich weiß auch nicht, wie die zusammenpassen. Ich bin ja nicht so bewandert bei Herr der Ringe. Ja, das müssen wir uns anschauen. Das sehen wir uns auf jeden Fall an. Es ist ein wahnsinnig schönes Set, architektonisch. Ja, mir gefallen die wahnsinnig. Bauarten da drinnen wahnsinnig. Sie haben wirklich schöne Teile reingepackt. Hier Bäume, dieses neue Farnteil, extrem geile Minifiguren. Also die sind der absolute Hammer. Das sieht jetzt hier, glaube ich, spiegelt ein bisschen. Aber das ist ein Set, was ihr auf jeden Fall demnächst wieder sehen werdet. Und ja, da hatten wir auch einiges zum Tragen im Zug, ja. Bei den Minifiguren oben sind aber nicht mal diese Statuenfiguren dabei. Also die zählen ja gar nicht als Minifiguren, sind ja aber doch auch Minifiguren. Also ich muss sagen, da bin ich schon gespannt, wie viele da dann noch dabei sind. Also ja, toll. Wirklich ich freue mich toll. Schon drauf. Ich glaube, da schaue ich mir noch einmal die Serie auf Amazon Prime an, auch wenn sie nicht im selben Zeitalter spielt, aber das wird sicher ganz cool. Der Aufbau von Bruchtal. So, Rita, jetzt darfst du reden. Ich weiß nicht, mit was wir weitermachen, aber das war mein persönliches Highlight einkaufstechnisch an diesem Tag. Ich habe auch was eingekauft, aber bei weitem nicht so viel wie Christoph. Auf jeden Fall, ja. Ich habe nur ein Set geholt. Ja. Nur ein Set. Naja, gut. Ich würde sagen, wir beginnen mit den bedruckten Fliesen, die wir dieses Mal gekauft haben, beziehungsweise anderen Fliesen auch. Es sind nämlich dieses Mal, entweder sind es neue oder wir haben sie letztes Mal übersehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe sie euch hier mal rauf. Hoppala. Und zeige euch die Fliesen, die wir dieses Mal mitgenommen haben. Und da haben wir einerseits ein paar Fliesen, die nicht bedruckt sind, aber die ich ganz cool gefunden habe, nämlich so halbe Quadrate.
oder vielleicht auch rechtwinkelige Dreiecke, je nachdem, wie man es sehen will. Und das ist hier in Weiß, Schwarz und Sandfarben. Also die finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, was wir damit machen, aber egal. Irgendein Boden wird vielleicht damit gefliest mit einem coolen Muster oder sonstiges. Dann haben wir hier noch ein Schild, das wahrscheinlich von irgendeinem Pet-Shop oder sowas ähnliches ist. Also ein Hund und eine Katze, glaube ich. Ja, nein, zwei Hunde. Zwei Hunde, die da drauf sind. Ich dachte Hund und Katze. Die auf so eine Art Wippe drauf sind. Auch keine Ahnung, was wir damit machen. Aber ich fand es recht süß. Und falls wir mal einen Tierladen haben oder sowas, passt das perfekt. Dann hier oben eine Minifigur auf dieser 2x2 Fliese. Dann haben wir Santa's Wishlist. Die fand ich auch recht süß. Man kann die Namen nicht lesen. Auf jeden Fall nicht gescheit lesen. Man kann manche ahnen, wie zum Beispiel, weiß nicht, Oliver oder sowas. Also ich finde, das ist natürlich auch, also es gibt nämlich derzeit auch den Santa als Minifigur in der Vitrine mit der Zuckerstange. Und da wäre natürlich so eine Wishlist perfekt dazu als Geschenk für jemanden zu Weihnachten oder Nikolaus oder sowas. Also nur so als Gedanke. Ist zwar noch weit hin, aber es kommt dann immer schneller als gedacht. Und dann haben wir noch diese Fliese hier, die war auf jeden Fall mal im Minifigurenbauturm vertreten, das weiß ich noch, die haben wir mal in der SCS gesehen. Und dann haben wir hier unten noch eine Fliese und ich habe keine Ahnung, was das ist. Christoph meinte, er nimmt das mal für einen Zug oder so her, wenn so ein Bedien ja, irgendwas in ist. Einem Stellwerk, das sieht doch so aus, ich zeige es nochmal kurz, wie ein irgendein Bedienteil in einem Stellwerk und das Schwarze ist das Gleis, oder? Da kann man doch was draus machen, nicht? Ja. Mit viel Fantasie, na gut. Genau. Sehr schön, Rita. Ja, falls ihr euch fragt, warum haben wir so wenig eingekauft? Wir haben ja beim letzten Mal vor etwa einem Monat hier zwei oder dreimal diese komplette Platte hier gefüllt gehabt und wir haben uns dieses Mal vor allen Dingen auf neue Teile fokussiert und auf ein paar, die wir letztes Mal vergessen haben und deswegen gibt es heute natürlich nicht so viele neue, aber das Coole ist, bitte Rita, zeig, es gibt ein paar neue Teile. Jetzt, 3 Wochen nach Legoland Eröffnung, gibt es schon wieder neue Teile. Das ist übrigens ein altes Teil. Das ist eine Stütze für den neuen Stadtbereich Neustadt, wo ja der Zug unten in diesem Viadukt fährt. Da habe ich letztes Mal schon eingekauft, mir sind die Stützen wieder ausgegangen, da kommt jetzt demnächst auch wieder mal ein Update und damit haben wir jetzt genug. Wir haben natürlich immer von jedem Teil ein paar gekauft, auch damit sich das auszahlt. Genau, auch noch ein weiteres Teil. Ich hätte übrigens Ritter gedacht, Entschuldigung für die Unterbrechung. Natürlich, ich denke doch. Auch ein Teil, das wir schon haben, aber wo wir auch wieder zu wenige haben, um Bäume zu machen, sind diese 2x2 rund mit diesen Stehern, die da wegstehen. Und schau nur schnell was bei der Kamera. Christoph irritiert mich dezent. Und dann haben wir auch noch weiße Mauersteine gekauft. Die hat euch Christoph schon in der Fabrik gezeigt beim Video. Die sind auch wieder mitgekommen, einfach weil halt weiße Mauersteine echt toll aussehen. Und die gehen halt weg wie die warmen Semmeln. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Dann haben wir noch diese Hinge Pieces, wie der Christoph immer so schön zu sagen pflegt, auch in Weiß. Und die Idee dahinter ist, dass ich eben dieses Hochhaus baue, wo ich eben gesagt habe, dass ich das gesehen habe. Das war irgendwie bei München Ost, sind wir da mit dem Zug vorbeigefahren und da ist so ein Gebäude und das steht unten auf so eine Art Sockel oder ja, irgend sowas. Und dann ist das oben halt komplett rund gewesen. Auf jeden Fall von dem, was man vom Zug aus gesehen hat. Und das hat so cool ausgesehen. Und es hat irgendwie ausgesehen, wie wenn das halt lauter so kleine Lego-Fenster wären, die da so im Kreis aufgebaut sind. Ob ich das schaffe... Wir haben hier übrigens ein paar. Ich habe zuerst schon geglaubt, da sie meint diese BMW-Headquarters, aber die sind ja gar nicht am Ostbahnhof. Wir werden jetzt demnächst mal, nur damit wir das Gebäude nochmal anschauen können, nochmal nach München fahren und dann wirklich vor Ort uns das anschauen. Wir haben jetzt nur diese Scharniere gekauft hier und auch Fensterscheiben und hoffen jetzt, dass wir damit was machen können. Ich habe schon gegoogelt und nicht gefunden. Also falls zufällig jemand von euch dort in der Nähe wohnt oder mit dem Zug manchmal dorthin vorbeifährt und weiß, welches Gebäude ich meine, im Gegensatz zu diesem Herrn hier, der halb geschlafen hat. Ich habe gearbeitet. Ja. Ja, genau. Gearbeitet. Facebook-Nachrichten beantwortet genau. Von euch. Ja.
Dann bitte schickt uns doch ein Foto. Das wäre super lieb, damit ich Christoph zeigen kann, welches Gebäude ich da meine. Naja, gut. Dann Hast du schon dieses Teil gezeigt? habe ich Ja, schon hast du hergezeigt. hergezeigt? Da sind wir dann noch im Genau. Minifigurenatelier. Wir haben jetzt endlich, und zwar weiß ich gar nicht, warum wir das letztes Mal vergessen haben. Es ist bei uns oft so, oder bei mir speziell, ich filme was und Ja. erkläre dazu auf der Kamera und dann habe ich irgendwie das Gefühl, ja, wir haben das Teil ja schon und dann gehen wir raus oder sind zu Hause und denken uns, Mist, wir haben das Ja. Teil doch nicht gekauft. Jetzt hat es wieder diese Pferdedecken gegeben, einmal mit der Bedruckung von den Löwenritter und einmal mit der Bedruckung von den Falkenritter. Die kosten übrigens 3 € und man darf sich 5 Stück mitnehmen, also pro Farbe, pro Genau, pro Person. Person, ja. Und die werden ja derzeit teilweise schon mit 12 € oder sowas gehandelt. Also unbedingt direkt ins Legoland fahren. Nicht nur deswegen, sondern auch wegen der neuen Achterbahn, aber Die übrigens super geil ist, ja. Sprechen wir vielleicht dann nachher noch kurz. Wir haben ein paar dieser alten Pferdedecken, die hier die Clips gebrochen haben und so weiter. Also die können wir hier super ersetzen, wenn wir denn irgendwann mal was in puncto Ritter machen. Dann haben wir, Ritter, du darfst das präsentieren, wieder in der Vitrine eingekauft. Ein paar Tierchen, die es dieses Mal jedenfalls für uns neu gegeben hat. Es gibt jetzt, ich glaube, das ist das Vogelset 3, wenn es mich nicht komplett falsch erinnere. Es gab jetzt immer dieses Vogelset mit dem weißen und dem blauen Vögelchen. Ja, die kennt ihr schon. Die haben wir auch einige schon in der Stadt. Aber was neu ist, ist, dass jetzt beim Vogelset 3 verschiedene Vogelfarben dabei sind, nämlich auch der rote Vogel. Und natürlich, da mussten wir zuschlagen, das haben wir gleich mitgenommen. Das heißt, wir haben jetzt auch rote Vögelchen bei uns in der Stadt. Kommt die nicht bei der A-Frame Cabin vor? Kommt mir so vor, wie wenn ich da den Ich glaube kleinen nämlich. Kollegen gesehen hätte, ja. Genau. Auf jeden Fall ist er jetzt auch dann bei uns in der Stadt. Ich weiß noch nicht wo, aber wir werden einen Platz finden. Und dann haben wir noch ein weiteres Tierset gekauft, nämlich nicht wegen der Babyente. Ihr wisst, ich liebe Babyenten, aber nicht wegen der Babyente. Auch nicht wegen diesem Chamäleon. Denn das haben wir eigentlich auch schon, sondern wegen dem Otter. Da gibt es ja eigentlich auch ein kleines City-Set, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, wo der Otter vorkommt. Und glaubt ihr, wir haben das schon? Nein. Deswegen, ich weiß auch nicht warum, aber gut. Ich kann es dir schon sagen, weil irgendwie, ach so, vielleicht im Legoland hätten wir es kaufen können, aber die Geschäfte, die wir so ansteuern, Müller, Interspar und so weiter, die sind da irgendwie noch recht schwach Ja. besetzt mit den neueren City-Sets, aber das kommt bestimmt noch. Deswegen haben wir auf jeden Fall den Otter jetzt hier. Und wir haben uns das Set, glaube ich, dreimal oder sowas gekauft. Jeweils dreimal Vögelchen und Otter. Also es werden Genau. demnächst auch im Naturpark und so weiter werden auch kleine Otter herumschwirren, was super süß wird. Ich glaube, da Das wird es wird vielleicht mal ein so süß. separates Video geben, wo Rita mal die ganzen Tiere, die wir immer so aus dieser Vitrine rausziehen, dann auch platziert. Denn ich glaube, wir haben schon, keine Ahnung, an die 100 Hunde und 200 Katzen und so weiter. Also sehr, sehr viel. Dann waren wir noch im Minifiguren-Atelier, Ja. haben aber keine Minifigur Ja. gekauft. Aus dem Grund, weil es keine Ritter mehr gibt. Also es gibt noch ein paar Accessoire-Teile, es gibt noch Schilde, wir haben noch ein paar Schwerter, Helme, so, ja, so Pistolen oder so große Gewehre gesehen. Aber Ritterteile, jedenfalls an unserem Besuchstag, falls ihr fragen solltet, schreibt es ruhig nochmal in die Kommentare, ob es Ritterteile gibt. Meine oder Ritters Antwort wird dann nein sein. Es sind alle Ja, außer die Oberteile weg, es Rüstung. sind alle Hosen weg und es gibt, wie gesagt, nur mehr Rüstungen oder Helme oder auch die Schilde. Nicht mal die sind mehr komplett. Deswegen hat bei uns der Genau. sowohl Vlog-Teil als auch der Einkauf in der Minifiguren-Ateliers-Basis relativ überschaubar ausgesehen. Wir haben dort nur zwei Teile gekauft. Einerseits habe ich mir noch ein paar von diesem Kontrabass mitgenommen. Ich finde das einfach Kontrabessen. ein cooles Teil. Wir verkaufen es jetzt nicht weiter, aber wir haben noch ein paar genommen. Man darf dort jetzt 30 Mal das 30 Accessoires pro Person raus mitnehmen und auch 30 Minifiguren. Das Das ist das erinnert mich Limit, immer an ja. das Kinderlied, das wir im Kindergarten immer gesungen haben mit den drei Chinesen. Ist das noch up to date? Ich bin mir nicht Tim sicher. hat schon mal gehört, glaube ich. Ihm gefällt's. Also natürlich, wenn sein Zweijähriger cool findet, dann ist es heute voll im Trend. Also dieses Teil kam nur einmal vor. Entschuldigung für die nicht genaue Erklärung. Beim Jazzclub jetzt Genau. neu ist dort exklusiv und hat auf Bricklink keine Ahnung wie viel Wert. Jetzt natürlich gesunken, weil viele das Teil weiterverkaufen. Und dann haben wir noch diese Ananas mitgenommen, ein paar von denen. Da werden wir dann, ja, wir haben überlegt, ob wir eine Ananasplantage machen sollen.
irgendwie eine kleine irgendwo. Mhm. Aber die Frage ist, wie schaut eigentlich so eine Ananasplantage aus? Wir haben da diskutiert, wachsen Ananässe auf Bäumen oder auf Sträuchern? Ich glaube, die sind ja am Boden unten, oder? Und das, ja gut, wir aber werden uns das noch genau ansehen. Ausschaut, keine Ahnung. Ich war noch nie auf einer Ananasplantage. Deswegen. Ich schon, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das ausgesehen hat. Es wird ja nur Ananas gegessen. Ja, natürlich. Dann haben wir trotzdem eine Minifigur gekauft. Also ich habe noch nie dort eine Minifigur gekauft. Wir kaufen die immer in 6er-Schritten und auch noch nie eigentlich wirklich im Ninjago-Store eingekauft. Genau. Dieses Mal war es soweit. Es war eben nicht wie du gesagt hast, im Minifiguren-Atelier, sondern im Ninjago-Store. Und eigentlich wollte ich dort auch nichts kaufen, aber ich fand dieses Teil hier unten einfach mega. Mhm. Die haben einige coole Teile jetzt dort im Ninjago-Store. Einerseits dieses hier, was eben ausschaut, wie wenn jemand aus dem Wasser aufsteigt. Keine Idee, was ich damit machen soll, aber es wird mir vielleicht was einfallen. Vielleicht irgendwer, der aus einem See aufsteht oder keine Ahnung. Ja. Und cooles Teil, ich habe zuerst geglaubt, das sind Hosen, also Beine, aber nein, das ist ein Accessoire, wo die Figur drinnen steckt. Genau, da muss man nämlich die Füße hineinstecken, sonst hält es nämlich nicht, also mit dem Oberteil hält es nicht. Und was es dort auch noch gibt, sind so Unterteile, wo man dann ausschaut wie die Ursula aus Ariel. Mhm. Also so Krakenunterteil, ja. Aber in Violett mit einem Muster drauf. Zeig und die Figur nochmal. Wo ist die Figur? Da. Ach so. Und es gibt auch noch, da gab es, glaube ich, mal von diesen Halloween-Minifiguren-Serien oder so, gab es ja mal so Geister, beziehungsweise auch bei den Dementoren bei Harry Potter gibt es immer diese Unterteile, die auch so halb durchsichtig sind. Und die gibt es jetzt in ein paar verschiedenen Farben auch im Ninjago-Shop. Mhm. Das heißt, falls ihr sowas braucht, bitte direkt in den Ninjago-Shop, den Ninjago-Shop ansteuern. Echt coole Teile. Und eben einige von diesen Schlangenköpfen in allen möglichen Varianten gibt es auch noch. Mit eben auf der Seite so wegstehenden, was auch immer, Haaren in grün und in violett. Es gibt aber auch welche so Schlangenköpfe, die ganz schlank sind. Also ja, wahrscheinlich da muss man durchschauen. Bei den neuen Sets auch dabei. Wir sind jetzt Ninjago-mäßig nicht ganz so up-to-date, aber ja, eine Figur kostet dort genauso wie in den anderen Shops 2,49. Wir haben 2,24 bezahlt, wenn man mit dem Merlin-Abenteuerpass 10% dort bekommt. Da zahlt es sich nicht aus, wenn man einen dieser großen Gutscheine der Jahreskarte hernimmt und 6 Figuren für 12 Euro. Genau. Ja. Und es gibt wieder anscheinend, haben wir nicht nachgefragt, aber es wurde darüber geredet, bei der Kasse gibt es noch immer diesen goldenen Ninja, falls ihr den kaufen möchtet. Aber der kostet natürlich ein bisschen mehr als eine normale Minifigur. Ich weiß nicht mehr wie viel, aber 6,99 glaube ich. Ja, genau. Gut, dann gehen wir weiter zu Ritas ganz erstem Einkauf. Vielleicht habt ihr den Vlog gesehen, da waren wir ja, wir sind ins Legoland rein und dann gleich rechts abgebogen in die Boutique. Ein Geschäft, welches wir zu selten aufsuchen. Dort haben sie jetzt auch eigentlich richtig cooles Zeugs. Da hat sich Rita wieder mal eine neue Trinkflasche gekauft. Ja, ich habe mir diese Flasche gekauft, denn die ist, glaube ich, neu. Auf jeden Fall wäre sie mir nicht im Kopf, dass es die schon mal gegeben hätte. Mhm. Diese Flaschen kosten mittlerweile 19,99. Also, das finde ich fast ein bisschen überzogen. Ja, ich glaube, wir haben die ersten vor 2 Jahren für 10 Euro gekauft. Ja. Aber wir nehmen sie gern mit. Wir kaufen uns im Legoland ja selten was zu trinken. Eigentlich immer nur Wasser. Und da ist die Flasche perfekt. Außerdem liebe ich diesen Stöpsel hier mit diesem Stud. Und ein Traum wird wahr für Rita. Ist das nicht toll? Im Sommer werde ich so herumspazieren. Das heißt, falls ihr euch nicht sicher seid, ob wir sind, dann wisst ihr spätestens dann. Ja, ich habe mir gedacht, es muss einfach sein. Wir bedrucken uns eins von den T-Shirts. Und ich muss sagen, ich war ja sehr kritisch, wie es geheißen hat, dass eben da T-Shirts zum Bedrucken sind. Und ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden. Ich hoffe, es hält dann auch. Aber von dem, wie es bedruckt ist, ist es wirklich schön. Nämlich, es ist nicht so, kennt ihr das, bei manchen bedruckten T-Shirts ist dann rundherum so ein durchsichtiger Rahmen. Das schaut so doof aus. Wie wenn das nur irgendwie so draufgeklebt wäre, wie ein Sticker. Und das ist bei dem wirklich nicht der Fall. Also das ist wirklich schön gedruckt. Und es sieht aus, als würde es schon was aushalten. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, ob man es dann auch wirklich waschen darf. Habe ich vergessen. Würde ein bisschen vorsichtig sein damit, aber
Genau. Sie machen das auf jeden Fall ganz gut. Es ist auch die Qualität jetzt nicht die vom, manchmal sind diese bedruckbaren T-Shirts ja von der allergünstigsten Qualität. Also das gefällt mir auch sehr gut. Man kann sich auch zwischen sehr vielen verschiedenen Motiven aussuchen. Ja. Rita hat sich den Mythiker, Bobs heißt er, glaube ich, dieses Einhorn genommen. Und man kann sich, wie gesagt, einen Schriftzug oder auch den Namen aussuchen und von dem sogar auch dann noch die Farbe. Genau, und es war wirklich sehr nett, weil wir dann eben Bricks Go Wild, oder ich habe Bricks Go Wild bestellt und sie hat zuerst in eine Zeile geschrieben, wo es dann relativ klein geschrieben gewesen wäre, und dann hat sie mir es eben sogar auf zwei aufgeteilt und das sieht jetzt, finde ich, um einiges besser aus. Und ja, genau, man kann sich dann die Farbe aussuchen, also das finde ich auch recht nett. Sie tun sich da wirklich sehr viel an, muss ich sagen. Bitte, du könntest das anziehen und noch ein bisschen auf und ab gehen, damit die Zuschauer sehen, wie das bei dir aussieht. Ich glaube, ich nehme mir auch nächstes Mal eins. 25 Euro die Erwachsenen-T-Shirts und ich glaube 17 Euro die Kids-Version, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja, während Rita sich hier hinter der Kamera entblößt und wieder anzieht, hoffe ich zumindest, zeige ich euch, wir haben uns dieses Mal seit langem wieder mal ein Foto gekauft. Mich ärgert es zwar ein bisschen, dass man mit der Jahreskarte keine Prozente mehr bekommt. Früher war es ja, oh ja, so, dass man mit der Jahreskarte 50%, hier fliegen die, ich sage es gar nicht. Früher war es ja so, dass man mit der Jahreskarte 50% auf alle Fotos bekommen hat, jetzt ist das leider nicht mehr so. Wir haben aber unsere erste Fahrt hier mehr oder weniger mit Maximus, der Mythiker Achterbahn, dokumentiert. Es spiegelt leider das Ringlicht ein bisschen, aber ihr seht, wir sind hier gefahren. 12 Euro und das wird irgendwo eingerahmt und da freuen wir uns drauf. So, Rita ist wieder zurück. Das, finde ich, kann sich sehen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, wohin die Kamera fokussiert hat. Aber ich glaube, es war nicht so schlecht. Richtig. Ich finde es super. Cool, ja. Und passt ja gut und ist, wie gesagt, auch kein, oft sind diese bedruckbaren T-Shirts auch einfach so schlapperlookmäßig und sehen dann nicht nach viel aus, aber das finde ich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ihr habt es im Video gesehen, ihr könnt natürlich diese T-Shirts vorher anprobieren, ob sie euch auch wirklich passen überall und dann erst bedrucken lassen. Wenn nicht, dass ihr euch denkt, ja, M wird schon passen und dann... Richtig, dann doch zu knapp. Und ihr seht auch, wie das mit dem Schriftzug aussieht auf einem Computerbildschirm. Das heißt, da kann man auch die Farbe dann noch einstellen oder ein bisschen heller oder dunkler oder anders. Das sieht sehr, sehr cool aus. Ja, finde ich cool. Und ein weiteres cooles T-Shirt aus dem Legoland. Freut mich sehr. Ja. Dann haben wir noch zwei Sachen, die wir euch zeigen können. Einerseits haben wir für Tim ein bisschen was eingekauft. Ihr habt es vielleicht eben, im Einspieler schon gesehen. Ich habe ihm den neuen Anhänger gekauft, der kostet 4 Euro, Doppelachse, den hat er heute schon am Nachmittag durch die ganze Wohnung durchgezogen. Er hat ihn sofort gesehen und hat gesagt, ein Hänger. Den finde ich richtig cool und 4 Euro ist da eigentlich, ich weiß gar nicht, in was für einem Set der vorkommt, aber das ist okay. Ja. Und dann hat Rita ihm ein paar Tiere ausgesucht, sie haben jetzt Tiere separat zum Aussuchen, ihr wolltet die auch unbedingt sehen. Im Outlet einmal dieses Faultier hier, die kleinen kosten, glaube ich, 3,99. Also natürlich haben wir einmal Affe, den gibt es sogar in zwei verschiedenen, glaube ich, Bedruckungen. Einmal heller, einmal dunkler. Aber nur in einem Set dann, der hellen Bedruckung, genau. Also dort in dem Outlet gibt es nur in der Farbe. Genauso auch wie das Krokodil, genau. Mhm. Den gibt es in zwei verschiedenen Farben. Wo Tim immer sagt, das ist ein Bär. Ja, gut. Ist das nicht ein roter Panda oder sowas? Ja. Und den gibt es eben auch, wie du sagst, in roter Version. Richtig. Den haben wir aber schon deswegen. Einmal Pinguin. Ich glaube, wir haben dann insgesamt ungefähr 30 Euro bezahlt. Ist natürlich jetzt nicht der absolute Knallerpreis, aber er liebt diese Duplo-Tiere und er hat schon sehr viele. Aber er hat große Freude gehabt heute und da haben wir die gekauft. Und dann haben wir, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, am Bahnhof Kiosk von Günzburg noch zugeschlagen beim neuen Star Wars Magazin, wo ja Obi-Wan dabei ist. Ich bin jetzt, was Star Wars, Lego Star Wars anbelangt, ist nicht absolut im Trend, aber ich habe gesehen und glaube zu wissen, dass dieser Obi-Wan aus diesem neuen Starfighter-Set, wo auch diese Kaminoana-Geschichte dabei ist. Allerdings hat er dort nicht diesen Umhang auf, sondern Haare. Die Figur habe ich bei Bricklink jetzt noch nicht gesehen, aber schaut mal, 75337 oder so ist da die Setnummer. Dieser Obi-Wan
Starfighter, glaube ich, ist das Set, 35 Euro. Und eine Karte mit unserem lieben R2 ist dabei. Die hat es noch für mich am Kiosk gegeben, am Bahnhof. Es war ein wirklich schöner da Tag. Da gibt es eine gute Auswahl. Ja. Ich möchte nicht sagen, ich meine, wir sind überhaupt eher nicht so gut ausgestattet, muss ich sagen. Bei uns in der Umgebung gibt es eher wenig Lego-Hefte und schwer zu haben. Dort eine super Auswahl, wie ich finde. Also wenn ihr auch mit dem Zug unterwegs seid, finde ich, dann muss man sich auch mal ein bisschen belohnen, wenn man schon mit dem Zug fährt. Ja. Und dann kann sein Heft auf jeden Fall mit. Wir hatten noch ein paar Minuten Zeit und da haben wir dazu geschlagen. Das nächste Mal ist dann hier nur ein, unter Anführungszeichen, nur ein Y-Wing dabei. Das übernächste Mal dann hoffentlich wieder eine Figur. Mal sehen. Also ich muss sagen, der Trip ins Legoland hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Es war ein wirklich schöner Tag. Das Wetter war gut. Wir haben mit ein paar total netten Leuten gesprochen. Also vielen Dank, dass ihr uns angesprochen habt und mit uns geredet habt, euch mit uns abgegeben habt sozusagen. Im Legoland, mir hat die neue Achterbahn auch sehr gut gefallen. Es ist zwar die Fahrt zu kurz, aber für das, was sie an Höhe und Länge hergibt, ist sie schon ganz cool. Speziell die beiden Überkopfpassagen. Man ist da irgendwie so gut in den Sitzen drin und dadurch, dass man so frei hängt, auch links und rechts kein Gleis, oder man hängt so links und rechts und das Gleis ist in der Mitte, also man ist so wirklich irgendwie ein bisschen freischwebend. Und ich bin sehr angenehm auf jeden Fall. Ich bin wirklich keine, also die gerne mit argen Achterbahnen fährt oder sowas. Also von dem her, wenn ich mich getraut habe, könnt ihr euch wirklich auch trauen, weil das nämlich auch schon die Frage war auf Instagram. Definitiv. Also sie ist wirklich eine sehr nette Achterbahn und es war mir nie, dass ich mir gedacht habe, jetzt wird es mir irgendwie schlecht. Also im Gegensatz bei der Drachenachterbahn, wenn sie da mal richtig steil runterfährt am Anfang, da ist es dann schon manchmal, dass ich mir denke, gut, wenn es vorbei ist. Sind wir aber auch gefahren dann noch, oder? Sind wir dann auch noch gefahren. Ja. Wir werden auch demnächst, glaube ich, mal zu vermuten, wieder mal ins Legoland kommen. Deine Riesenspinne. Oh. Moment mal. Wir verabschieden uns jetzt von euch. Die kommt nämlich gerade hier runter. Schönen Tag. Viel Freude mit euren Legos, die ihr habt. Wir hoffen, ihr schaltet bald wieder mal bei uns ein, wenn wir noch am Leben sind. Und lebt die noch? Ja. Okay. Bis demnächst, meine Freunde. Danke fürs Einschalten und bis demnächst. Oder?